Mein Name ist Peter Leidinger. Ich bin der pädagogische Koordinator hier an der Realschule Plus und Fachoberschule Dahn. Bin seit 2006 an der Schule und seitdem Ganztagsschulleiter und Orientierungsstufenleiter. Mein Name ist Stefanie Stark. Ich bin seit Januar als zweite Konrektorin an der Realschule Plus mit Fachoberschule Dahn. Mit dem Wandel des Gesellschaftsbildes, damit meinen wir, dass es immer mehr alleinerziehende Eltern gibt und Eltern, die beide berufstätig sind, wird es für die Eltern immer schwerer, den Hausaufgaben der Kinder zuverlässig zu folgen. Hier möchten wir eben Hilfe und Unterstützung anbieten. Unser Ganztagsschulangebot richtet sich an alle Schüler der Klassen 5 bis 10. Wir haben insgesamt in unserer GTS 187 Schüler. Unsere Zahlen sind absolut stabil bis stetig steigend. Die Anmeldung ist für ein Jahr verpflichtend. Nichtsdestotrotz haben wir hier unter dem Jahr noch besondere Möglichkeiten, flexibel zu reagieren. Unsere GTS beginnt um 13.30 Uhr. Schulschluss ist um 12.55 Uhr. In der Zwischenzeit haben die Schüler die Möglichkeit, ein Essen einzunehmen in der Mensa. Oder alternativ gibt es auch die Möglichkeit, kostenlose Verpflegung in unserem GTS-Raum einzunehmen. Sieht schon noch ein Salat aus. Guten Appetit. Wie ist das Essen hier so? Echt gut. Erzähl mal, was es heute gibt. Heute gibt es Nudeln, Bolognese, Nudeln, Bolognese mit Salat. Ab 13.30 Uhr beginnt die Hausaufgabenbetreuung. Diese läuft bis 15 Uhr. Hier können eben die Kinder ihre Hausaufgaben anfertigen. Und es gibt innerhalb unserer Schule, innerhalb der Gesamtkonferenz mit den Eltern zusammen auch eine Rahmenvereinbarung zu dem Umfang der Hausaufgaben. Das heißt, wir haben das so gestrickt, dass ein durchschnittlich arbeitender Schüler auch schafft, seine Hausaufgaben zuverlässig anzufertigen in der Ganztagsschule. In unserer Hausaufgabenbetreuung gelingt es uns, überwiegend sehr kleine Gruppen zu schaffen, höchstens bis 12 Schüler. Oftmals sind diese sogar mit 2 Lehrern doppelt besetzt. Hier möchten wir eben optimal auf das Kind eingehen können. Und das ist natürlich in einer kleinen Lerngruppe wesentlich leichter und besser möglich. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, für Kinder mit entsprechendem Gutachten an einer Dyskalkulie oder Leserechtschreibschwäche Förderung teilzunehmen, wo eben dann eine individualisierte Betreuung möglich ist. Nach 15 Uhr beginnt dann der Freizeitbereich. Da können unsere Schülerinnen und Schüler aus der Ganztagsschule zum Beispiel im Aufenthaltsraum einfach sich treffen und auch gemeinsam spielen. Es gibt auch die Möglichkeit, besondere Veranstaltungen wahrzunehmen. Es werden zum Beispiel im GTS-Bereich auch Kickerturniere oder besondere zum Beispiel Faschingspartys dann angeboten. Ein weiterer großer Schwerpunkt ist die Möglichkeit der Teilnahme an täglich wechselnden Arbeitsgemeinschaften. Wir versuchen hier eigentlich breites, umfangreiches und sehr ausgewogenes Angebot zu bieten. Wer einen musischen Schwerpunkt setzen möchte, geht in den Chor oder auch die Schulband. Wer einen sportlichen Schwerpunkt setzen möchte, hat da eine breite Auswahl. Es gibt zum Beispiel die Kletter-AG, die auch dann wirklich raus an den Felsen gehen, klettern. Es gibt die Schach-AG, die häufig dann auch an Turnieren teilnehmen. Unser AG-Angebot wird sehr gerne von unseren Schülern wahrgenommen. Unsere Resonanz ist sehr gut. Wir haben viele Teilnehmer. Wir versuchen, die AG-Zeiten auch so flexibel zu gestalten, dass jemand, der in mehreren AGs teilnehmen möchte, auch hier die Möglichkeit hat. Man muss sich also nicht von vornherein auf eine AG festlegen, sondern man kann auch durchaus mehrere AGs besuchen, wenn es eben das Zeitmanagement zulässt. Wir haben hier jetzt gerade die MOFA-AG. Und in dieser MOFA-AG, da lernen die Schüler mit der Theorie und mit der Praxis alle wichtigen Regeln, die man braucht, um sicher durch den Straßenverkehr zu kommen. Wir betreiben natürlich für unsere besonderen AGs auch einen erheblichen Aufwand.
So haben wir für die Mofa AG Roller angeschafft, die gewartet werden müssen, die gepflegt werden müssen. Es werden Kletterausflüge oder auch Kajakausflüge gemacht, die auch in den Nachmittag reingehen. Wenn die Wieslauter gepaddelt wird, sind wir immer bis 5 Uhr unterwegs. Hier möchten wir einfach den Kindern da ein optimales, rundes Angebot bieten und die Chancen nutzen, die unsere tolle Region uns bietet. Haben wir am Umwelttag alles gereinigt, aber es war jetzt schon wieder ganz schön zugewachsen. Also war doch ein paar Gebüsche, die sehr dicht waren und mussten mal ein bisschen kratzeln teilweise.